Hallo und herzlich willkommen zum Citizen Report. Jo, wie wir sehen, sind wir auf Grimhex gespawnt. Wir waren ja letztes Mal auf deiner neuen Raumstation, wo ja eine Delivery Mission nicht ganz geklappt hat. Einmal war ich zu blöd, war das richtige Schiff auszusuchen. Und einmal, ups, weil dann die Security meinte, mein anderes Schiff wäre illegal und hat es zerstört. Jo, aber ich weiß jetzt auch nicht, warum wir auf Grimhex aufgewacht sind. Port Odisar wäre näher dran gewesen. Aber wahrscheinlich, weil wir hier das letzte Mal gespawnt waren. Das passt so gesehen auch ganz gut, denn ich habe da was von Leuten hören, dass man hier die Hacking-Tools bekommt. Ja, das ist ja neu. Hier war ja dieser Mission-Giver. So, und da gibt es jetzt verschiedene Hacking-Tools. Haben wir letztes Mal gar nicht nachgeguckt. Obwohl, da war es, glaube ich, noch nicht die 3.6. Weiß ich jetzt gar nicht, dass sie hier war. Ne, ich glaube nicht. So, und je nach Preislage sind die entsprechend effektiv. Wir haben es ja, wenn wir mal den Ripper. Das klingt gut. So. Modified version of the Tiger Claw. Crypto Key. Ripper earned its name for being able to rip systems apart. Also zum Hacken gedacht. Hammer. So, dann gucken wir mal eben, was wir für Missionen haben. Damit wir mal was Sinnvolles hier tun können. So, das sind diese Delivery Missions. Warte mal, wir gucken mal bei denen da jetzt irgendwo was. Racing. Oh, da kann man so Racing-Missionen auswählen. Ne, sprach ich ja schon von. Oh, Uto. Das ist doch der Mission Giver, der hier versteckt ist. You're becoming quite popular among the U. Ja. My name is Ruto. You probably heard of me. I'm a sort of talent scout. Anyway, I think we might be able to help each other out. First thought, I need to see you in action for myself. The Dusters goes at some idiot down a Brio's breaker yard and need the body disposed of. Feels like something you could handle. Knock this out and maybe we can talk more. Ja, dann gucken wir das doch mal. Accept. So, go to pickup site, collect the body. Okay. Achso, ich dachte, wir würden jetzt den guten Herrn mal einen Besuch als abschatten. Das machen wir, der ist doch hier. Ah, ist er. This terminal is experiencing technical difficulties. We apologize for inconvenience. Ah ja, das hat er letztes Mal nicht gezeigt, ne? Ich soll einen Outpost clearen. Jobs, right. Also, dann krieg ich. Genau, das ist das. Wenn ich jetzt den Auftrag annehme und ausführe, dann kriege ich von ihm mehrere Aufträge, die er dann auch in dieser, ja, Videobotschaft da dann übermittelt. Ne, das steigert sich dann irgendwie. Habe ich vorher auch noch nie ausprobiert. War da mit anderen Sachen beschäftigt. So, ja, das passt doch. Vielen Dank. Da hier mal mit. Ja, wieder typisch, wieder beide Knöpfe gedrückt. Wenn man hier leicht durch die Fenster guckt von der anderen Seite aus, dann sieht man, welcher Fahrstuhl schon da ist. So. So, was will er jetzt genau von mir? Ja, das können wir hier jetzt ja nachgucken. Accepted. Go to Pickup Site. Steht hier irgendwas? Natürlich nichts. Rios Breaker Yard. Okay.
Da müssen wir mal gucken, wo das so sein soll. Wäre hier wahrscheinlich nicht angezeigt. Da. Auf Dema. So wie es aussieht. Oder? Da, wo dieser Collection Site, genau. Ja, alles klar. Dema kennen wir ja. So. Also das hat früher nicht so lange gedauert mit diesem Checking hier. So, da ist er. So, und bevor jetzt ein Aufschrei kommt, warum ich eine... Ach. Die ist noch unknown. Aber da wird mir eine zweite angeboten. Warum ich die jetzt nehme, werden wir gleich sehen, warum. Na, es ging ja darum, wegen letztes Mal konnten wir ja keine Kiste in der Hornet transportieren. In der Vanguard A06 müsste das eigentlich gehen, weil da ist ja überall Platz genug, auch wenn da jetzt keine direkte Ladefläche vorhanden ist. Also in so dafür vorgesehenen Schiffen sind so Magnethalterungen, sag ich mal, damit die Ware nicht während des Fluges hin und her fliegt. Im Moment ist das noch egal. Das wird aber später mal wichtig. Und jetzt kann man das noch locker irgendwo ins Schiffchen stellen, wenn da irgendwo Platz ist. Von daher müsste das bei der Vanguard wohl gehen. Aber es gibt auch noch einen anderen Grund, warum ich die Vanguard wieder genommen habe. Was wir hoffentlich gleich sehen werden. Wo ist sie? Da ist er. Hey. Hallo? Habe ich jetzt den falschen Ausgang genommen? Genau, da müssen wir lang. Da bin ich mal gespannt, ob wir diese Mission zu Ende bringen können. Ich bin gerade nämlich schon zweimal abgestürzt. Nicht mit dem Raumschiff, sondern mit dem Programm. So. Und zwar... Ja, mache eben die Tür auf. Nee, nicht die. So. Na? Und zwar haben wir uns hier ja drüber gewundert. Das war so ein schwarzes Loch. Nicht die Tür. So. Und jetzt sieht man das. Ja, guck, das ist zwischendurch dann wieder verschwunden. Hier ist so ein Schmugglerversteck. Und da müsste ja genau so eine Box reinpassen. Und das wollen wir nochmal ausprobieren. Bäh. Schon dicht. Ach ja, und das Terminal da im Zwischenraum funktioniert auch. Ich weiß nicht, ob der letzte Mal das übersehen hatte. Jedenfalls funktioniert es jetzt. Aber da wir eh keinen Co-Piloten haben, nützt uns das auch nicht viel. So. Okay, dann wollen wir mal. Launch complete. Nicht. Contact. Thank
Ja, tschüss. So, erstmal raus aus dem Chaos hier. Fahrwerk einfahren. Gucken wir mal hin. Dema müssen wir erstmal hin. Dann ist das da. Was ist denn das für eine Stelle? Ja, okay, fliegen wir erstmal nach Dema. Dann sehen wir weiter. Warum macht er das jetzt nicht? Hallo? Okay, vielleicht zeigt er es auch nur nicht an. Ah, das sieht doch gut aus. Bottom Travel initiated. Immer die Sonne im Auge. Jetzt habe ich letztes Mal, glaube ich, was gesagt von 1800 Kilometer, ne? Das waren ja 1,8 Millionen. Also. Das waren jetzt, glaube ich, 80.000 oder so. 719 Kilometer auf der anderen Seite. Mal gucken, ob das jetzt hier geht. Muss doch eigentlich irgendwie. Das ist ja doof. Der ist ja doof. So, da müssen wir erstmal um den Planeten rumspringen, würde ich sagen. Dann nehmen wir doch mal den Marker hier. Quantum Travel initiated. Hier ist natürlich wieder alles düster. Nee, doch nicht. 370 Kilometer. Mal sehen, ob wir da noch einen Marker haben, der dicht dabei ist. Das sind 600. Das bringt nichts. Das auch. Weiß nicht, ob das von da aus kürzer ist. Könnte wohl, ne? Ah, versuchen wir es mal. Quantum Travel initiated. Der ist ja mitten in der Hut, ey. Müssen aber da irgendwo hin. Da. Sag ich jetzt nicht. Oh, ich kann das gar nicht lesen. Ich glaube, das ist jetzt noch weiter weg, wa? Ja, irgendwas mit 5600, ja super. Das ist doof.
So, erstmal wieder in den Orbit. Das sah ich noch nicht. Das ist ja auch klar, die olle Höhenanzeige ist ja noch an. Ja, doof, hätten wir den anderen Weg fliegen sollen. 300 Kilometer, so schlimm ist das auch nicht. War das, ne? Von OM1, ja. So, es ist zwar die Anzeige überlappen sich jetzt hier, aber müsste jetzt eigentlich mal gehen. Naja, OM1 kriegen wir nicht hin. Hey, wir müssen jetzt zurück zu OM1, nützt nix. Das war der Denkfehler. Ist er wieder abgesackt oder was? So, jetzt aber. Quantum Travel initiated. Quantum Travel complete. So. Fliegen wir da halt manuell hier, nützt ja nix. Da muss man lang. 370. Gut. So, dann schalten wir mal auf Cruise Mode. Dann brauche ich nicht dauernd den Joystick festhalten. So, dann fliegen wir mal ein bisschen. Gas geben. So, was bringt das Kistchen denn so? 1115, 1116, können wir nicht so entscheiden. So. Jo, fliegen wir halt ein bisschen. Ja, vielleicht nutzen wir die Gelegenheit. Wollen noch ein bisschen was erzählen zu diesen Let's Plays oder Gameplays oder wie man das auch immer nennen will. Also wie gesagt, ich habe schon sehr lange Star Citizen, habe aber auch immer ja größere Spielpausen gemacht, weil immer wenn ein neuer Patch rauskam und dann hat man natürlich erstmal intensiv wieder geguckt und gerade am Anfang waren die neuen Inhalte natürlich auch nicht so reichlich, sodass man da relativ schnell mit durch war. Und ja, so war dann eigentlich immer so ein ziemliche Spielpausen dazwischen. Und jetzt sogar bei den letzten Patches gab es dann einige Neuerungen, in die ich dann auch erstmal so reinfinden muss. Also nicht böse sein, wenn das teilweise alles so ein bisschen hakelig läuft, aber ich habe auch nicht die Zeit, den ganzen Tag das Spiel zu spielen und mir sämtliche Neuheiten reinzuziehen. Ich tue es natürlich, soweit ich das schaffe.
Aber bis ins letzte Detail kriege ich das auch nicht hin. Und jetzt in den neuen Patch werde ich natürlich auch so ein bisschen mehr spielen und so ein bisschen was rausfummeln, damit ich euch das dann anschließend zeigen kann. Aber mir geht es, wie gesagt, darum, auch hier erstmal so die Basics zu zeigen, das Spiel an sich und jetzt nicht gleich in jedes Detail zu gehen. Also da gibt es andere Kanäle auf YouTube, die machen das super toll, so gut würde ich das nicht hinkriegen. Die erklären euch jedes Schiff bis in die letzte Schraube. Ich weiß zwar auf der einen Seite nicht, warum man das alles wissen muss, was da teilweise erzählt wird. Aber okay, wen es interessiert, der ist da bestens aufgehoben. Mir geht es hier ein bisschen mehr ums Gameplay, um interessante Sachen zu zeigen. Und jetzt am Anfang auch erstmal so ein bisschen die Sachen, die für Einsteiger interessant sind, hatte ich glaube ich auch alle schon mal gesagt. Und ja, ich versuche da so ein bisschen den Mittelweg zu finden. Und wie gesagt, einige Sachen sind für mich auch neu. Und ich glaube aber, dass das auch viel interessanter ist, wenn man da jetzt nicht so gezielt alles genau hier so zack, 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 so geht's, so geht's, so geht's, so geht's. Weiß ich nicht, das ist nicht so meine Art. Ich hoffe, das ist so in Ordnung. Und wie gesagt, ist auch neue Reihe auf meinem Kanal. Ich muss da so erstmal so ein bisschen reinfinden. Und Star Citizen ist ja auch schon ein bisschen speziell. Allein schon durch die Patches und so weiter und dass man keine Safe Games hat. Von daher, ja, müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich hoffe, ihr haltet mir ein bisschen die Treue und gebt mir eine Chance. Ich werde mich jedenfalls bemühen. So. Da haben wir die Kilometer mit Gequake überbrückt. Aber es ist mir auch immer wichtig, mal so ein bisschen so zwischendurch so meine, ja, meine Ziele oder was ich mir so darunter vorstelle, hier mit den Let's Plays so ein bisschen zu erzählen, zu erklären. Das klärt dann vielleicht auch die eine oder andere Frage, wieso macht er das so und nicht anders, so wie alle anderen. Aber ist nun mal mein Hobby und mir macht das Spaß, das Spielen und auch solche Aufnahmen zu machen. Und das soll ja auch Spaß bleiben und Hobby bleiben. Und ich sag mal, wenn es mir keinen Spaß macht, wie soll es dann anderen Leuten Spaß machen? So. Also die doof, man sieht wieder kaum was, aber wir kommen der Sache näher. Hauptsache wir hoovern nicht gleich wieder in den Sand. Wir können ja mal eben scannen, was da so Schönes ist. Ja, das war zu kurz. Ja, es gibt ja auch so einen Scan-Mode. So. Aber das zeigt mir auch nicht mehr an, als das den Marker, den ich eh schon habe. Aber das hatte ich zum Beispiel auch vergessen. Mit diesem Scan-Mode kann man also auch zum Beispiel so kleine Basen anfliegen, wo ich immer den Quantum-Marker missbraucht habe. Kann man natürlich auch mit dem Scan-Mode machen. Und den braucht man auch fürs Mining, wenn man also ja, bestimmte Erzadern finden will oder Sachen, die, wo es was zu minen gibt. So, und das ist hier keine schlechte Grafik. Und das liegt auch nicht an meiner Grafikkarte. Das ist einfach ein
staubiger Mond. Ich kann da kaum die Entfernung sehen. Ach, 42 Kilometer noch. Wir gehen mal ein bisschen höher. Dann rauscht das auch nicht so. Und dieser neue Hoover-Mode, der kann ich mal. Wir können auch direkt hinfliegen. In größerer Höhe. Habe ich schon wieder Hoover gesagt? Ja, ich weiß auch nicht, heißt das jetzt Hoover oder Hover? Ist eigentlich auch egal. Ja, auch viele Wörter, die im Englischen verschieden ausgesprochen werden, je nachdem, ob das, glaube ich, Engländer sagen oder Amerikaner. Fällt mir jetzt zwar kein Beispiel ein, aber mal hört man das Wort so, mal hört man das so. So Leute, ist aber ganz schön versteckt hier. So, gehen wir aus dem Cruise-Mode raus. Gott, ist das auch mal laut. Ich hatte das schon ein bisschen runtergedreht, der Audio. Aber zu leise ist auch blöd, dann hört man andere Sachen nicht. Schwierig, schwierig. So, jetzt sind wir unter 10.000. Jetzt müsste das gleich kommen. So, und das ist das, glaube ich. Wenn ich die Geschwindigkeit zu gering habe, dann fängt er an, rückwärts zu fliegen. Genau. Ich muss also eine gewisse Grundgeschwindigkeit haben. So, da versteckt sich scheinbar was. Okay. Also, glaube ich, ein bisschen weiter hier gehen, fliegen zum Landen, oder? Wir fahren mal das Landefahrwerk raus. Ah, guck hier. Ah, guck, dann scheinbar. Stopp, 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 stopp. Ich gehe mal wieder. So, da mal vorsichtig landen. Ob das hinkriegen, weiß ich noch nicht. Langsam. Landing complete. Ja, da wieder einen mitgekriegt, aber egal. Wir sind unten. Und der Radau ist auch vorbei. So, jetzt machen wir nur mal die Engines off. Engines offline. So. Aha, da sind natürlich dann jetzt zwei Kisten. Ja, egal. Schicksal. Ja, dann stellen wir eine Kiste hier irgendwo in der Ecke hin. Egal. Ich mach hier schon mal die Luke auf. Weil das gleich wieder hapert. Und der olle Chat ist wieder an.
Oh, geh aus. Uiuiui, ist das denn hier ein Schrottplatz oder was? Oh, wir sind ja Kilometer weg. Kilometer weit weg. Na egal. So, wie sieht's aus? Ist da mit Feindschaft zu rechnen? Man weiß es ja nicht. Sieht nicht so aus. Moment. Ah, das ist ja auch wieder cool gemacht, wa? Habe ich auch noch nicht gesehen. Also hier war ich noch nicht. Guck, zarte Pflänzchen gibt es hier auch. Ich glaube, wir brauchen mal die andere Knarre, oder? Ne, die nicht. Die. Ah, ich dachte gerade, da wäre was. Collect Remains. Nehmen wir erstmal die da hinten. Ah, hier, das ist bestimmt irgendein... Ah, hier, das ist auch eine Constellation, oder nicht? Ja klar, ein Teil davon. Das ist hier ein Schrottplatz. Okay. Guck, hier ist bestimmt ein Bunker, da kann man später auch noch rein. Jetzt scheinbar nicht. So, dann haben sie einfach hier die Flugzeugteile als hinten genommen. Ja. Geil. Kommen wir hier rein? Nee. Das kommt bestimmt noch. Okay, hier scheint er soweit leer zu sein. Ah, das Silberne ist, glaube ich, ein Teil von der Freelancer. Geil. So, wie sieht's aus hier? Komme ich da rein? Echt. Das ist auch schön. Aha, da gibt es noch einen Hintereingang. Und da haben wir die Kiste, die wir holen sollen. Jo. Dann machen wir das doch eben. So. Oh, radioaktiv oder so. Geil. Sandstürmchen. Schwebende Paletten. Die Hütte sieht ja ziemlich edel aus hier, relativ zu den anderen. Ach, hier ist bestimmt auch so ein... Naja, hier gibt es bestimmt auch so hier. Genau, hier kann man sich Sachen abholen, da kann man traden. Wahrscheinlich so ein Outpost, naja, auch für Outlaws. Wenn man jetzt auf eine normale Raumstation nicht raufkommt, wegen Crime Level oder so, und dringend was vertickern will, dann kann man das zumindest wahrscheinlich hier machen. Habe ich die Kiste noch? Ja. Jo, ein bisschen gelaufen, ey. Nützt nix. Hätte sich auch ein bisschen dichter dran parken können, aber klappt noch nicht so ganz mit dem neuen Hover-Mode. Gott, da muss ich erst noch ein bisschen üben. Und wie gesagt, der beste Flieger oder so ein Fliegerass bin ich auch nicht. Aber ist auch schwierig. Dann hat man sich gerade an so ein Flugmodell gewohnt. Dann ändern sie da wieder was. Also wenn man nicht
Also wenn man wirklich regelmäßig intensiv spielt, ist das sicherlich kein Problem. Aber ich mache ja auch noch andere Sachen. Aber ich bin jedes Mal wieder gefesselt von dem Spiel. Also ich muss wirklich sagen, immer wenn die Neuerungen da sind, geil. Mag das. So, kann ich das jetzt hier loswerden? Please. Soll das ja wohl die Lücke sein hier, oder? So ganz hat das nicht geklappt, oder? Nee, nicht close. Please. Hallo? Ja, mehr oder weniger. Okay. Übrigens müsste. Guck, Fußspuren. Okay, gibt es auch schon in anderen Games, aber eben nicht so häufig, dass man hier Fußspuren hinterlässt. Ich mag das. Ach, überhaupt hier so die Atmosphäre, wenn man sich jetzt das Ganze nochmal in so einer Virtual Reality Brille oder so vorstellt, das muss ja richtig geil sein. Ja, wenn die das einhalten, was sie alle so vorhaben, was sie versprochen haben. Ja, wir haben jetzt hier ein paar Monde um Crusader, ein paar um Ark, Quatsch um hier Hursten und so. Dann kommt ja noch Arkorp dazu und das ist ja schon ein bisschen was und das Ganze dann, ja, ich sag mal hundertfach. Ich den jetzt hin. Ah, hier schwebt auch wieder Müll in der Luft. Das die Kiste hier? Nee. Wo sind die jetzt? Hallo? Ah, hier. Deswegen sollte ich auch. Ist das so eine halb illegale Mission, weil das irgendwie radioaktives Zeug ist, das entsorgt werden soll? Und ich glaube, dass ich das nachher irgendwo im Flug einfach rausschmeißen soll. Beziehungsweise, man kann auch Waste, also Müll, verkaufen. Je nachdem, welche Station das haben will. Aber wichtig ist hier jetzt erstmal Outpost Clearing. Die Sachen praktisch verschwinden lassen. Ah, ich mag die Vanguard. Ein feines Teil. Und wehrhaft. Oh, apropos, da fällt mir ein. Ich hatte gerade das mit dieser versteckten Klappe da gefunden. Also, dass ich gesehen habe, dass erkannt habe, dass das jetzt was ist zum ja, Verstecken, sag ich mal. Was mache ich jetzt mit der Kiste hier? Ach komm her, die stellen wir jetzt irgendwo hin. Scheiß drauf. Ah. Da machen wir mal die Klappe zu, sehen, ob das geht. Outpost cleared, 1 von 1. Achso, ich muss jetzt mal wegfliegen, glaube ich. Boah, das akzeptiert. Das war wohl nichts. Ich schätze mal, ich habe die nicht so richtig.
platziert. So, egal jetzt. Machen wir jetzt nicht so einen Aufstand, stellen wir die dahin. Place. So. Egal, hier stehen sie auch gut. Tür können wir vielleicht noch zumachen. So. Was wollte ich gerade sagen? Habe ich vergessen. Ach nee, doch, jetzt wieder ein. Ja, und just, dass ich hier die Schmugglerkabine gefunden habe, bin ich dann nochmal so ein bisschen durch die Gegend geflogen, Quantum Drive, und wurde wieder unterbrochen. Dachte schon, dass ich da wieder irgendwelche Piraten abballern soll oder irgendwas, aber nee. Sind da drei Raumschiffe von der Security, die mich bitten, das konnte man allerdings schlecht verstehen, kurz innezuhalten, mich ruhig zu verhalten. Und soweit ich das verstanden habe, haben die mein Schiff gescannt. Und dann haben sie mich weiterfliegen lassen. Also richtig so eine Polizeikontrolle. War richtig geil. Da hatte ich gar nichts von gelesen. Ich wusste zwar, dass sowas kommt, aber dass das hier schon drin ist, habe ich jetzt irgendwie gar nicht geschnallt. Und dann kann es nämlich passieren, dass man so ein Schmugglergut hier, dass sie das detektieren und dass man dann Probleme kriegt. Ich war richtig perplex, da war ich komplett überrascht. Also wie gesagt, es tut sich so langsam was. So, jetzt hoffen wir mal, dass die Heile da kommen. Und da müsste da oben Outpost Cleared kommen. So, wir machen hier mal die Mücke. Objective complete. Collect remains. Objective complete. Pickup site. Contract job complete. Jetzt müssen wir eigentlich Kohle geben. Erwartet 2398 Mäuse. Ja, siehste, geht doch. So, was machen wir jetzt mit dem radioaktiven Abfall? Jo, guten Eindruck. Okay, den können wir im Grunde genommen irgendwo jetzt hier einfach aus dem Weltall schmeißen, aus dem Schiff schmeißen, ins Weltall driften lassen. Wir machen jetzt aber Folgendes. Wir sind jetzt, glaube ich, schon im Orbit, ja. So. So, wir schalten mal runter hier. Bremsen kann man auch. So, zack. Okay. Gut. So, und dann machen wir mal wieder die Engines off. Engines offline. Steigen aus, den Sitz aus. Na. Guck, der Müll ist auch noch da. Ja, komm her. Dann. Nee. Ich wollte jetzt eigentlich die Kissen rausschmeißen, aber nee, machen wir nicht. So, hier, da war das mit der Konsole. Das war letztes Mal irgendwie. Das hat, glaube ich, letztes Mal nicht funktioniert. Ne? Hat jetzt hier sofort aufgeleuchtet. Da habe ich dann dieselben Displays wie vorne im HUD. Hatte ich ja, glaube ich, auch ein anderes Ding schon mal gezeigt. Jo, guck, wir lassen den Krams hier mal liegen. Guckt ja keiner.
Mission erfüllt. Und dann machen wir mal im Orbit von Dema ein kleines Nickerchen und loggen uns hier aus. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.